Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine Binsenweisheit, die Erhaltung unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist kein Selbstläufer. Dieses Gesetz heute sichert, dass Deutschland als Wirtschafts- und Investitionsstandort weiterhin hochattraktiv bleibt und attraktiver wird. Und in Zukunft erhalten uns Unternehmen eben neue Impulse, um in Wachstumsmärkte zu investieren. Das dient den Investoren, das dient aber auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland. Zur Chancengerechtigkeit gehört, dass Risikoverluste auch eine Verlustverrechnung erhalten. Gerade wenn wir diskutieren, wenn Apple eine Steuerlast durch Steuervermeidung nur noch von 1% hat, dann müssen wir doch gerade für die kleinen, mittleren, jungen Unternehmen auch ein Gerechtigkeitsangebot machen, indem wir denen Chancen vermitteln, Chancen geben. Für mich ist dieses Gesetz ein Unternehmensmodernisierungsgesetz, ein Unternehmensfördergesetz. Wir werden Wachstum und Investitionen, liebe Kolleginnen und Kollegen, doch nur schaffen, wenn wir den Zugang zu privatem Beteiligungskapital vereinfachen und vor allem auch breit ermöglichen. Neue Arbeitsplätze benötigen neues Kapital. Es geht nicht anders. Der Wettbewerbsdruck in der globalisierten Welt verlangt geradezu neue Investitionen, um die Zukunft zu gewinnen. Mit dem heute zu beratenden Gesetz wird die steuerliche Verlustverrechnung eben bei Körperschaften, bei Unternehmen neu ausgerichtet. Dadurch werden steuerliche Hemmnisse bei der Kapitalausstattung von Unternehmen vermieden und steuerliche Verluste gehen auch bei einem Anteilseignerwechsel eben nicht verloren. Die Verluste fallen bisher nur dann nicht weg, wenn die Körperschaft die stille Reserveklausel oder die Konzernklausel erfüllt. Das ist der bisherige 8c. Diese Praxis hat aber gezeigt, dass diese Ausnahmen sehr eng gefasst sind. Natürlich eng gefasst sind gegen Missbrauch, aber wir können die kleinen, mittleren, jungen Unternehmen nicht damit bestrafen, dass hier beim 8c Missbrauch eingeschränkt werden musste. Jetzt haben wir die Situation, dass wir mit dem 8d den kleineren, mittleren, jungen Unternehmen eine neue Chance, eine neue Unterstützung geben. Und ich glaube, dass wir eine gute Kapitalausstattung auch deshalb benötigen, damit wir Liquiditätsengpässe und auch natürlich Finanzierungsengpässe und finanzielle Schwierigkeiten bei Unternehmen verringern, durch eben eine verstärkte Möglichkeit, in den Wettbewerb einzusteigen, die Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu gestalten. Oftmals sind diese Investitionen zum Überleben und natürlich auch damit verbunden, dass ein Einstieg eines Gesellschafters möglich wird, dass es einen Anreiz für diesen Einstieg gibt. Und rückwirkend zum 1. Januar 2016 können nicht genutzte Verluste jetzt dann trotz eines Anteileignerwechsels weiterhin genutzt werden. Das, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, stärkt unseren Wirtschaftsstandort, gerade für die kleinen, mittleren, jungen Unternehmen, die ja nach wie vor über 70% aller Beschäftigten in Deutschland haben. Die großen Konzerne brauchen es nicht. Gerade die kleinen, mittleren, jungen Unternehmen sind die, die die Beschäftigung fördern und die wir auch deshalb dringend benötigen. Es ist richtig, dass für den Erhalt des Verlustvortrags nach einem Anteilseignerwechsel natürlich keine Rolle spielen darf, ob und in welchem Umfang Betriebsvermögen zugeführt wird. Das zeigt auch, dass der Gesetzentwurf ausgewogen und wirtschaftlich sinnvoll ist, sondern auch den bürokratischen Aufwand begrenzt. Entscheidend ist, dass wir die Rahmenbedingungen für die Kapitalausstattung insgesamt erheblich verbessern. Denn viele Unternehmen sind für die Finanzierung und die Neuaufnahme von Anteilseignern angewiesen. Und wir stärken deshalb
die Eigenkapitalbasis der deutschen Betriebe, der deutschen Unternehmen, der jungen, mittleren, jungen Unternehmen. Und das ist ein besonderer Vorteil. Das ist gut, denn Deutschland braucht Modernisierung, braucht Wettbewerbsfähigkeit, braucht eine neue Gründerzeit. Und wir können nur alle jungen Leute bitten, dass sie sich diese Chance letzten Endes, dass sie diese Chance ergreifen, auch ein Unternehmen zu gründen. Wir haben hier eine klare Unterstützung. Die Abgrenzung nur für Start-ups halte ich für falsch. Da wird es wieder dann Ausweichmanöver geben. Wir müssen alle gleich behandeln, keine Diskriminierung bei den Unternehmen. Wir brauchen natürlich vor allem junge Unternehmen, wir brauchen aber immer auch innovative Unternehmen aus den normalen Betrieben heraus, damit Deutschland seine ökonomischen Chancen im Zuge des internationalen Wettbewerbs und vor allem auch der Digitalisierung nutzen kann. Dafür ist es essentiell, den Wagniskapitalmarkt und die Gründerszene zu stärken. Das tun wir heute. Das ist ein guter Anfang. Und ich glaube, dass wir damit auch einen richtigen, guten Weg für die Zukunft, für unseren Wirtschaftsstandort beginnen. Vielen Dank.